Ich hab halt auch gesehen, wie... Oh Gott, hier ist noch einer, hier ist noch einer, hier ist noch einer. Ich komme jetzt aber mit dem Fighter dahin gefahren. Oh. Ach nee, da wird auch... Ich bin beim gelben Auto. Da war auch ein Spieler. Wo ist das gelbe Auto? Das steht hier an so einem... Bist du das hier? Bist du das hier? Mit nein, ich bin auf Fahrrad. Okay, einer ist... Oh, da schießt einer schon auf mich. Einer ist in Zelenogorsk an der Schule, also an diesem großen Parkplatz. Hey, Mugga, bist du auch an dem Bus vorbeigefahren? Ja. Ja, okay, dann ist das die richtige Richtung. Oder weil die Straße komplett gesperrt, ne? Genau, ja, da einfach weiter geradeaus fahren. Der ist in die Schule rein, der ist in die Schule rein. Okay, einfach nördlich rein, weiterfahren. Also um die Panzersperren. Genau. Alter, hier ist... Also da, wo es gesperrt ist, irgendwie rum. Genau. Wer schießt hier? Hier wird durch. Ich höre nichts mehr, hier wird mega geballert. Zwei Leute tot, es wird immer noch von zwei Waffen geballert. Harry, bist du hier noch? Ja. Hast du auch eine Waffe? Ja, du? Nee. Ich höre einzelne Schüsse noch. Ich werde mal mein Feuertier parken. Treffer. Hast du ihn getötet? Nee, aber der blutet. Okay, hier ist noch nichts gespawnt. Er ist jetzt hinterm Krankenhaus, hinter der Mauer. Okay. Schiss auf mich. Von wo aus? Ich weiß es nicht. Laut oder leise? Nur an Einschläge, ich bin tot. Nur Einschläge. Gehen an eine schallgedämpfte Waffe. Oder große Entfernung. Wo seid ihr genau in Zelenogorsk? Ich bin jetzt am Supermarkt, aber da ist irgendwo noch einer. Also ich bin halt jetzt auch mega auf dem Weg. Pass auf, also. Da unten ist übrigens ein Heli-Crash oder so wie es aussieht. Ich fahr mal dahin und guck mal, ob es eine Waffe gibt. Weil das wie ein Heli-Crash aus. Ja, ich glaube. Ich habe eine M9 SD im Supermarkt gefunden, also man sieht schon, waffentechnisch ist man hier ziemlich schnell gut equipped. Mhm. Ich schau mir hier gerade. Ich weiß nicht, wo der Typ sein könnte. Ich weiß noch nicht, wo Perry gestorben ist. Hinter der Schule. Ah, okay, ich sehe einen. Zwei Leute, fuck. Einen sehe ich. Ne, das ist ein Zombie. Das ist nur einer und ein Zombie. Ah, ne, das ist keine Crash-Site, das ist ein richtiger Heli. Okay. Einer ist jetzt auf der Schule. Läuft da hin und her. Ich habe 14 Schuss. Mit einer SD M9, also ich muss in den Kopf treffen, sonst Das reichen nur die 15 Schuss nicht. Ja. Eieiei. Auf der Schule in Zeleno. Genau. Guck jetzt, ob ich irgendwo hier unten eine Waffe finde, dann kann ich helfen. In der zweiten Etage ist er. Jetzt geht er unten raus. Oh, jetzt läuft er, glaube ich, auf mich zu. Wenn er auf mich zuläuft, dann versuche ich dem. Dann werde ich versuchen, den zu treffen. Hm? Oh, das wird jetzt gefährlich, was der macht. Fuck. Ich habe daneben geschossen. Okay, ich habe eine M4. Nee, ein Heckler Koch 416 mit zwei Magazinen. Nice. Okay.
komme. Wo genau ist die Schule in Celeno? Mittendrin, oder? Ja, auf dem großen Parkplatz. Ich habe den jetzt ein paar Mal angehittet. Ich weiß nicht, ob der blutet. Er schießt auf jeden Fall auf mich. Haben gehört, ich bin gleich an der Mauer. Ist der oben drauf oder wo ist der jetzt? Ne, der ist in der Schule müsste der, im Supermarkt müsste der sein. Okay. Bist du das hinten? Ich stehe in einem Busch drin. Okay, ne, dann ist er, der ist genau hinten am Supermarkt an der Mauer. Ist jetzt im Supermarkt drin. Oh Gott. Er macht hinten die Türen zu. Ich bin jetzt an der Schule oder Krankenhaus, ist das da, oder? Ja, genau, da ist ein Krankenhaus. Okay, sehe. Er verbindet sich da jetzt hinten. Okay. Er ist im Supermarkt hinten, weißt du, wo die Türen sind. Okay, ich bin an der Mauer hinten. Okay, ich stehe auch an der Mauer, genau hinter beim Hinterausgang. Ich auch, nur in einer anderen anscheinend. Der ist nach vorne rausgelaufen. Okay. Kannst du mir sagen, ob er, welche Richtung er rennt? Der ist vor dem Supermarkt. Ich seh. Hast du den? Wird irgendwie immer noch beschossen von dem, obwohl ich. Er schießt durch die Mauer durch die. Kannst du dich verbinden? Nee, ich bin tot. Er hat durch die Mauer durchgeschossen irgendwie. Jo, hat er mich eben auch versucht, durch die Mauer durchzutöten. Ich hab das voll in der Aufnahme. Ich hab das voll in der Aufnahme. Ja, ich auch, ich auch. Ich wusste nicht, ist das vom Spiel so? Eigentlich nicht, oder? Nee. Er schießt immer noch irgendwas mega auf dich. Ich bin tot. Okay, er blutet. Jo, ich hab ihn. Nice. So, nochmal Headshot gegeben, das war diese Chicken Sills. Ich hab halt auch gesehen, wie. Oh Gott, hier ist noch einer, hier ist noch einer. Problem ist, der hat jetzt eine Sniper, eine Schallgedämpfte. So, den habe ich, glaube ich, auch getötet. Ja, den habe ich auch getötet. Nice. Oh mein Gott. Mit den letzten Schüssen auch noch. Nice. Ist gut. Müssen wir auf Nummer sicher gehen. In Perry, wo bist du gespawnt? Noch nicht. Ich bin Cerno, komm jetzt wieder da hoch. Studi Buddy. Okay, der ist tot. MK17 Sniper SP hatte der Perry getötet hat. Das ist natürlich mies. Oh, ich bin Balota. Ich versuche zu looten, ohne dass ich down gehe. Mann, Perry, dann kannst du kurz auf mich warten, ich bin auch gleich da. Jo. Oder kannst du mit dem Fahrrad auf der Straße fahren? Ich habe für euch eine Waffe mitgenommen. Du kannst meine Waffe auch noch looten. Ja, ich habe deine Waffe schon mitgenommen. Aber mehr. Ich habe halt leider durch 20 ohne Sack. Also. Ohne Tasche. Deswegen konnte ich jetzt ein bisschen hier looten.
Wo seid ihr? Ich fahr gleich an Green Mountain vorbei. Okay. Sind es noch 3500 Meter bis nach Vibo? Okay, ich habe ungefähr noch 1,6. Ich halte halt an, wenn ich eine Scheune oder so sehe. Oh, hier ist ein Spieler, hier ist ein Spieler genau vor mir. Töte ihn! Kugel! Los! Ich weiß nicht, wo der hinläuft. Ich muss den auf dem Fighter verfolgen. Hey, der war mitten in meiner Stadt, ey. Wie, woher? Da läuft der. Ich sehe den noch. Ich weiß noch nicht, wo der hinlaufen möchte. Gott, da steht ein Hello Kitty Sportwagen. Ich will gar nicht checken, ob der offen ist. Der ist pink. Jo, ich hab ihn getötet. Nice. Mit dem letzten Schuss. Und den Zombie auch. Obwohl ein Zombie mich die ganze Zeit geschlagen hat. Boah, die MK17 one-hitted hier. Ich hab den in den Arsch geschossen, der ist sofort umgefallen. One-hit. Echt? Also MK17 ja. Habe ich auch jetzt, deswegen. Ich behalte die MK... Und da ist die Sniper, ich sehe sogar noch. Capitz was killed. Vielleicht hatte der auch einfach nur Low Blood. Ja, aber trotzdem, das war schon... Ich weiß auch nicht, wo der hingelaufen ist. Ich laufe dir mal weiter hinterher, vielleicht ist da was. Haben wir eine Map? Ja, ne? Hm? Ich guck, was ist denn da? Bustoschka. Da ist auch nichts, das ist nicht das Bandit Camp. Hat der denn eine Base? Hier. Oh, eine MK-Mod. Perfekt. Tausch mal die doch mal aus. Der war aber voll equipped mit Bloodpacks, also nicht Bloodpacks, sondern mit... Der hat einen Green Key, okay, das ist interessant. Coyote Backpack. Oh, eine DMR hatte der dabei, sehr schön. Ich habe für uns Waffen auf jeden Fall mit. Sehr gut. Dein Plan ja aufgegangen. Ich habe für alle von uns Waffen jetzt mit. Ich muss nur überleben irgendwie. Ja, wo bist du jetzt? Ich bin in dieser Pustoschka-Stadt noch. Ich loote den. Also das ist außerhalb Pustoschka. E-Tool, Fernglas. Dann bin ich an sich bei dir in der Nähe. Wo zwei genau? Keys hatte der. Westlich davon. Wenn du westlich läufst. Okay. Ich heide die nehmen. Muss ich mit dem Laufen aufpassen, weil ich ordentlich an Waffen mit habe. Ich muss sagen, die MK17, wenn die so stark ist wie hier, wird das meine neue Main-Waffe sein. War ein einziger Schuss, so Piong. Ja, okay, da waren zwei Schüsse, weil ich wollte sicher gehen, das natürlich, ne? Aber ja. Ein Schuss, bis der umgekippt ist. Ich finde das mit dem Coinsystem mega geil gemacht. Das, was ich nicht geil gemacht finde, ist, dass die Bank sofort in der Safe Zone ist. Damit ergibt das Coinsystem meiner Meinung nach so wenig Sinn. Wie ist denn das? Gibt's hier keine Goldbarren und so mehr? Nee, das wird alles über Geld getradet. Ist cool. Aber Geld, normalerweise ist es ja so, die Barren, die safest in deinem Safe. Hm. Hier gibt es so eine allgemeine Bank, die mit allen Trader Zones verbunden ist. Das heißt, du kannst was verkaufen und gleich in der Trader Zone einlagern. Du kannst dann auch da reinlaufen und dort gleichzeitig abheben. Also wirklich gut, das Einfachste vom Einfachsten. Ja, das nimmt echt den Reiz. Man muss es nicht erst safen, man hat es sofort. Genau. Ja. Du hast es, du kannst das Gold gar nicht verlieren. Ja. Weil normalerweise, wenn jemand das nicht saved, du den killst, dann hast du so eine Option, take money. Und dann hat er dann 1000 Gold oder so. Hm. Was ist denn hier los? Ja, Trader. Der ist ja gerade gestartet vom Trader. Achso. Oh, da ist jemand da unten am Trader laufen. Ich baller den trotzdem ab. Darf man einen Trader töten? Ich weiß es nicht. Kannst du auch gar nicht. Egal, wir gucken. Vielleicht ist er außerhalb der Trader-Zone. Fuck, ich verliere schon Blut, weil ich nichts trinke.
Dann macht er ihn. Lol, was haben die hier mit dem Trader gemacht? Die haben den mit Steinen zugebaut. Oh. Okay, die Trader-Zone, die ist noch davor. Das heißt, eventuell könnte man da noch jemanden töten. Okay. Dann lass mal gucken, ob wir was verkaufen können. Kaufen wir uns vielleicht ein Auto oder so, dann fahren wir noch bis Dreschko oder Sileno kurz. Ja, genau. Sorry, but Bikepacks is not fixed. Da ist einer an der Trader-Zone. Oh, vielleicht läuft der los. Er läuft in die Scheune. Die haben da einen Loothaufen vorgemacht, die Schweine. Oh man. Oh, jetzt ist er, der ist außerhalb, der ist außerhalb, der ist außerhalb. Das rote Haus ist, glaube ich, außerhalb. Ja, da hinten läuft er in der Stadt. Der hat kassiert. Jo, ist ihm gefallen. Yay! Kommt doch gleich noch ein Quatsch, so wie es sich anhört. Oh. Außerhalb, oder? Ja, nee, aber jetzt innerhalb. Ja. Ist jetzt innerhalb. Und wieder außerhalb? Okay. You're entering a trade area. Be aware of your surroundings, bandits, luck in these areas. Record if you feel the need. Survive. Ja, wenn einer hier so eine Camper oder was ist das? Kann ich Camper so und so eine. So eine Loot-Action macht, da muss er auch riskieren zu sterben. Oh, M240 Scope hatte er dann. Nimm ich mal mit. Wir haben beschossen, Nein, ich mach. Okay. Achtung. Ein Auto. Glaub ich. Der hat sogar einen Auto-Key dabei. Ich hab den gerade. Was sagst du? Ich hab dem gerade Gold abgenommen auch. 590. Okay. Kannst du die töten eben? Die Zombies? Ja. Das ist egal, ob du eine laute Waffe hast. Okay. Oh, die hört sich brutal an. Irgendwas ist abgestürzt. Ja. Ich würde gerne in die Traders laufen, weil ich jetzt das Gold habe. Ja, ja, mach das. Mal gucken, was man dafür kaufen kann. Ich habe keine Ahnung, wie viel wert 590 sind. Ja, das sehen wir. Vielleicht können wir uns ein Auto kaufen oder sowas. 590 ist nicht viel. If money to jungle among. If amount. Wir liegen einfach mal zwei. Okay. Da, oh, guck mal, da wird. Das ist ja ohnmächtig, schnell. Ja. Gleich ausnutzen. Das ist hinter der Mauer, glaube ich. Läuft da ein Auto? Schnell hin. Vielleicht können wir ihn außerhalb der Trade Zone dragen. Boah, das war echt mies. Oh, guck mal, da ist auch echt der Heli abgestürzt da oben. Da müsste man sich auch noch hin. Ja, auf jeden Fall. Guck mal. Oh, guck mal, der hat eine Waffe. Ah, okay, der ist Tracer. Yo, den meinst du? Alter, der hat eine Lapur-Magnum. Holy moly, sieht der heftig aus. Ist der schon tot? Nee, noch nicht. Oder? Trade in the Rose, der kann hier nicht sterben. Give money? Nee. Kann ich nicht. Ich hab den in ein Auto getan. Ich fahr ihn raus. Ja. Jo. Das ist echt böse. Oh, guck mal, der Typ da, den meine ich mit dem brutalen Flecktarn, der ist da auch noch. Bleib stehen. Barry? Ich kann ihn nicht töten. Anlauf, Patient. Jetzt, ich hab den angeschossen. Was ist das? Okay, sehr gut, loote den, ich halte den mal zurück.
Ich töte die Zombies. Nehm den Schlüssel. Der Mardok sagt. Wer ist ein Mardok? Der steht hier und guckt zu. David Bergmann denkt, er ist Captain Skuma. Ja, was bilde ich mir ein? Wir haben auch so viel zu denken. Dieser Zombie, der hasst mich. Ja. Ja. Und hat er da was dabei? Wir können das Auto doch nehmen. Können wir das verkaufen und dann ein ordentliches Auto kaufen? Soll ich mal hochfahren? Ja. Ich bin ankommen. Ach, ich bin so oft reingelaufen. Scheiße. Ich bin 3 Minuten lang unmächtig. Ah, deswegen war der auch unconscious. Zombies schieben dich aus der Safe Zone langsam, Mucka. Ja. Und die stehen hier wie die Geier und warten nur drauf. Oh mein Gott, Mucka! Oh mein Gott, Mucka! noch ein Zentimeter oder so, dann bist du nicht mehr in der Safe Zone. Oh mein Gott. Schieb mich einfach zurück, schieb mich zurück. Kann ich nicht. Ich kann aber die Zombies hier ein bisschen ablenken. Weil die Zombies sind jetzt auf mich. Hey, do you think you can help them? Think you can drive over the zombies or something? Because they're trying to abuse and push a guy out. Hab nicht ganz verstanden, was er will. Thank you. Irgendwas mit Abuse. Genau, ja, ich sag mal. Oh yeah, I'm back! Yeah, they try to push you out with using zombies, but I got the guy with the car to kill the zombies. Oh yeah, they are friendly guys. I love them. Willst du das mal kurz einschieben? Let's drive! Sweet home Alabama! Dieser kann sein, dass ich jetzt unmächtig werde, wenn ich wieder rausfahre. Ja, passt schon, passt schon. Wenn du unmächtig bist, dann bin ich immer noch da. Mhm. Außer wir werden beide unmächtig. Jo Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es uns doch bitte wissen, indem ihr einen Daumen nach oben gebt oder einen Kommentar. Hier oben habt ihr jetzt eine Random Daisy Folge und unten die aktuelle letzte. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Schönes Wochenende. Ciao.